Unsere Stadtwerke sind Promotor einer Entwicklung in der ganzen Stadt. Und das ist heute nochmal sehr deutlich geworden. Das ist der Vorteil von kommunalen Stadtwerken. Sie sind Promotor, um den rum sich weitere städtische Partner auch sortieren und gemeinsam wird etwas organisiert. Wir möchten gerne die erste deutsche Großstadt sein, die einen CO2-freien ÖPNV anbietet. Es gibt jetzt hier wirklich genug Ladesäulen und wenn wir das mal auf die Einwohnerzahl beziehen, dann stehen wir hier besser da als die Landeshauptstadt, ja, dem Solinger Bürger zu zeigen, was heute möglich ist. Aber selbstverständlich, Sie haben es erwähnt, nach innen geht es ganz stark darum, die Klammer, die Partnerschaft enger zu machen und dadurch mehr für den Bürger, mehr für das Thema Elektromobilität und damit auch für das Thema CO2-Einsparung zu machen. Und Ausdruck dafür, sozusagen Manifestation nach außen, dieser Verbindung ist der Elektromobilitätstag, an dem die Aussteller und wir gemeinsam eine Leistungsschau machen. Das gesamte Thema Solingen elektrisiert, das ist ein Elektromobilitätskonzept, was dort quasi federführend durch die Stadt ins Leben gerufen wurde und da arbeiten wir ganz aktiv mit, um das Thema voranzutreiben. Es gibt viele, viele kleine Wege, da macht es einfach Sinn, dieses Thema Elektromobilität nach vorne zu bringen und weg von den Verbrennern zu kommen, um halt wirklich die Stadt auch sauberer zu bekommen. Die Bürgerinnen und Bürger sind hochinteressiert an dem ganzen Thema der Elektromobilität und man merkt auch, dass wir, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen an Informationen verteilen konnten und dass auch wirklich das Thema in der breiten Masse ankommt. Ich denke, es sollte eine Wiederholung geben, ja. Also jetzt hat es wirklich mal einen Push bekommen beim Thema Elektro. Vorher war das Plug-in-Thema stärker, aber jetzt sind wir wirklich sehr stark beim reinen Elektro. Die Nachfrage beim Kunden ist einfach mittlerweile da, durch die höhere Förderung auch. Und wir können es dem ja gar nicht verschließen. Ne? Ja. Also es gibt ja Elektro, Plug-in-Hybrid, es gibt ja auch verschiedene Arten. Ich sehe es gerade bei Kleinwagen und innerstädtisch im Zweitwagenbereich, finde ich super, mit einem Elektroauto zu fahren. Ne? Wir als Genossenschaft Eigenheim waren immer so ein bisschen innovativ. Wir haben früh angefangen, die Häuser zu sanieren. Die Fahrräder werden super angenommen, die Stellplätze werden sehr gut angenommen. Die Ladesäule kommt jetzt langsam. Was mache ich, wenn ich einen Wagen tanken möchte, laden möchte? Kann ich das zu Hause machen? Muss ich an die Säule oder eine Wallbox in die Garage? Es gibt Aktionen ja auch von der Stadtwerke, wo man dann die Wallbox vergünstigt kriegt. Sie haben jetzt kein Getriebe, sie haben jetzt keinen Motor, der einen Ölwechsel braucht, wo sie Flüssigkeiten tauschen müssen. Das ist schon wirklich geringer, als wenn sie jetzt ein Auto mit einem Verbrennermotor haben. Ich komme wirklich leer auf den Hof gerollt. Das heißt 11 kW, 44 kW Batterie, 4 Stunden voll. Der Vertrieb der Wallbox läuft dann über die Stadtwerke Solingen. Und der ganze Bereich Elektroinfrastruktur, sprich Elektroinstallation, den übernehmen wir. Es werden 60% der Leistung bezahlt, maximal 1.500 Euro. Also ist eine sehr, sehr zukunftsträchtige Lösung. Ja. Es ist geplant, unseren kompletten Fahrzeugpark, der so circa 100 Fahrzeuge umfasst, auf das System Bob umzustellen. Ein Dieselbus ist nach einigen 100.000 Kilometern im Prinzip rund zu erneuern. Der E-Motor, der läuft weiter und zwar einigermaßen wartungsfrei. Wir als Stadt gemeinsam mit der Expertise der Stadtwerke müssen Rahmenbedingungen schaffen und dann müssen wir den Sprung schaffen, dass immer mehr Menschen auch individuell und Unternehmen sagen, ja, wir investieren da und wir machen mit. Ich glaube, wir haben mit dem Konzept auch unsere Partner überzeugt, sodass eigentlich einer weiteren Runde in 2021 nichts gegenstehen dürfte.